Das ist das Outfit heute. Ignore meinen Schrank im Hintergrund. Ich trage diesen Mantel, der ist von Monki. Den habe ich schon 1000 Jahre. Ich glaube schon seit 2016 habe ich den schon in Bremen getragen. Ich hätte den gerne noch in anderen Farben. Genau, aber der ist so rot. Dann habe ich darunter dieses Top von Oxfam, was ich jetzt neulich gekauft habe. Und diese Levi's Wide Leg Rib Cage Hose. Und dazu ziehe ich dann gleich noch meine New Balance Sneaker an. Ich treffe mich nämlich gleich mit meiner Oma und ihrer Freundin. Die kommen nach Kassel und wollten sich die Großcollage anschauen. Und dann wollen wir noch Kuchen essen gehen. Das passt mir ganz gut, weil ich kann eh nicht so viel am Computer arbeiten und kann dann heute irgendwie nochmal so ein bisschen meinen Arm schonen. Zum Glück auch endlich einen Orthopädentermin bekommen. Und vielleicht kann er mir eine neue Schiene verschreiben oder neue Übungen. Ja, ich hoffe, der kann mir da irgendwie so ein bisschen helfen. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt los und freue mich drauf. Und jetzt scheint auch die Sonne, also es ist jetzt, ich glaube, es wird voll der schöne Tag heute. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. I'll just do what I want. This is my pity party. Pity party. Heute so die Realisation und wahrscheinlich sagt ihr jetzt, ja, Imina, da, dass eine Abschlussarbeit ja auch Spaß machen kann, weil ich jetzt so komplett wirklich was sagen kann damit. Und ich muss ja nicht nur was abarbeiten, sondern ich kann ja wirklich was herausarbeiten, mit dem ich irgendwie ein Statement setzen möchte. Das ist irgendwie cool, dass man eigentlich ja voll die Macht hat mit so einem Projekt und aus sowas voll was machen kann, was so vielleicht auch Leute einfach berührt oder beschäftigt. Das ist jetzt alles sehr abstrakt, aber ich habe halt irgendwie ein Thema gefunden, was mich sehr irgendwie beschäftigt und mich sauer macht und wütend macht und gleichzeitig einfach so fasziniert. Und ich glaube, das rüberzubringen ist halt irgendwie so die Kunst an der Sache. Also, dass man sowohl die Faszination als auch die Wut und das Groteske daran irgendwie rüberbringt. Aber das ist auch das, was irgendwie daran Spaß macht. Und so als Gestalterin hat man halt so eine Macht eigentlich, sowas aufzuzeigen, wenn einem sowas auffällt. Ich weiß auch nicht, das kam mir gerade. Ich so nach einem Monat theoretischer Research komplett durchgedreht. Nee, aber sonst passt schon alles. Ich fühle mich heute nicht so gut. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es am Wetter liegt oder... Ich glaube, ich habe einen übelst niedrigen Blutdruck heute, also keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiter Research machen und hoffentlich am Freitag mein Thema endlich so weit theoretisch festnageln, dass ich anfangen kann mit praktischer Research und mit Materialsammlung und Sichtung, weil das ist jetzt auch langsam Zeit. Aber ich glaube, ich habe jetzt endlich was gefunden, wo ich auch sage, okay, das mache ich jetzt. Und ich hoffe, es geht jetzt einfach auch in die Richtung und das passt alles jetzt so. Mehr habe ich aber gar nicht zu erzählen. Ich habe eine Kerze an. Daneben seht ihr meine Faszienrolle. Das sind nämlich auch so super Tipps, die ich habe bei einer Sehnscheidentzündung. Leute, es ist soweit. Das Tier in der Hälfte ist gerade angekommen. Und ich scheiß mir in die Hose. Ich muss jetzt erstmal kurz ein Bild an die anderen schicken. Okay. Ich hab so Angst! Es ist einfach knallpink. Ich scheiß mich ein. Und dass ich es gerade erstmal hingeworfen habe und einfach hier eine Ecke abhab. Upsi. Es ist einfach pink! Jetzt kommt Mamas Reaktion. Wie schön ist das? Schenke ich dir. Nee, ich muss doch noch bezahlen. Ja, kannst du später. Als ich letzte Woche gesagt habe, dass ich eine Outfit-Krise habe, habe ich vergessen zu erzählen, dass ich auch eine Haarkrise habe. Ja, es ist noch eine Dauerwelle, aber... I'm so sick and tired of my hair. Schon überlegt, ob ich es einfach wieder abschneiden lasse. Also das ist wahrscheinlich the first way to go.
oder ob ich es mal ein bisschen wachsen lasse, aber dann werde ich dazu tendieren, immer nur so einen Sleek-Zopf nach hinten zu machen. Ich habe auch überlegt, ob ich mal ein bisschen Farbe mache, also ein bisschen heller gehe. Also irgendwas muss ich ändern. Ich bin gelangweilt. Heute ist Donnerstag und ich bin in der Heimat, wie ihr seht, denn ich fahre heute mit zwei Freundinnen nach Frankfurt zum Sophie Tucker Konzert. Ich freue mich riesig drauf. Das war jetzt irgendwie so lange vor mir, dass ich jetzt so gedacht habe, oh mein Gott, das ist nächste Woche und jetzt ist es auf einmal heute. Also verrückt. Und ich bin hier zu Hause, weil ich das Auto von meiner Oma ausleihen darf. Danke, Oma. Und ich fahre uns nach Frankfurt. Das ist von hier aus nicht so weit. Wir fahren so um 1:30 los, damit wir noch entspannt was essen gehen können in Frankfurt und dann uns ganz entspannt anstellen können. Ich habe einen super geilen weißen Overall, den zeige ich euch später auch noch. Und jetzt habe ich gefrühstückt und werde mich jetzt ganz in Ruhe einfach fertig machen. Ich mache jetzt heute einfach mal so wochenendemäßig und dann mache ich halt am Wochenende noch einen Tag was. Ich glaube, das wird total surreal, weil Sophie Tucker mich ja eigentlich so richtig erst begleiten, seit ich die im Lockdown immer gehört habe, weil die da jeden Tag gelivestreamt haben, eine halbe Stunde. Und das war einfach so krass mein Ritual. Ich habe mich so darauf gefreut, jeden einzelnen Tag, dass ich da, glaube ich, heute ein richtiges Throwback erleben werde. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. But I can put an end to your fears. Let me show you a place. You gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby, spin and let the music begin. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Ich weiß noch nicht, ob ich die Haare so lasse, weil die bleiben niemals so. Diese Overall ist von der lieben Vintage Future. Ich verlinke euch sie mal in der Infobox. Das ist hier gifted, also sie hat mir das zugeschickt. Und ich wollte es euch aber zeigen, weil ich werde das kommen fragen danach. Weil hinten drauf ist einfach so eine Sonne. Ist das nicht cool? Und sie meinte, sie hat den überwintert gekauft, diesen Anzug und den Stoff auch. Und hat das dann eben geupcycelt. Und dazu werde ich einfach meine weißen Schuhe anziehen. Und dann sehe ich aus, als würde ich auf dem Mond landen. Und ich habe noch diese Kette an von Selena Aries, The Label. Und mein Make-up habt ihr ja gesehen. Und dann kann sie jetzt gleich losgehen. Darüber ziehe ich noch die Lederjacke. Ihr müsstet sehen, wie mich Strolch anguckt. Warum sitzt du da eigentlich? Hm? Du darfst da nicht sitzen. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. Did you take it away? Ja, und mein Akku, ich habe nur noch 87% Akkuleistung. Mein Akku ist nicht mehr so gut. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir angekommen sind in Frankfurt. Und ich bin gefahren und es lief alles gut. Und jetzt scheint sogar noch ein bisschen die Sonne und wir sind in so einem richtig schönen Café. Die Kaffeemacherei. Das ist richtig so geschrieben in so einem, wie diese eine Kaffeemaschinenfont immer ist. Ich glaube, daher haben die das. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt 16 Uhr und bald geht's los. Ich freue mich schon. So. Thank you.
Hallöchen, ihr Lieben. Der Vlog ist jetzt noch nicht so lang, aber ich dachte mir, ich halte ihn jetzt einfach hoch und dann habt ihr halt eher so einen kleinen Mini-Vlog. Ich wollte noch ganz kurz zum Sophie Tucker-Konzert was sagen, weil es war einfach so geil und ich hatte so einen wunderschönen Abend und ich habe so viele liebe ZuschauerInnen und AbonnentInnen auf Instagram getroffen und eine hat sogar gesagt, dass sie auf dem Konzert ist, weil ich Sophie Tucker empfohlen habe und das war echt so geil und ich habe auch zwei getroffen, die ich beim Chromatica Ball schon getroffen habe. Die habe ich dann tatsächlich auch nachts noch mit nach Kassel genommen, mit dem Auto von meiner Oma, einfach zu fünft. Das war richtig sweet und liebe Grüße an euch beide, falls ihr das seht. Und ja, es hat mir auf jeden Fall mal wieder voll viel gegeben und es war halt jetzt mein vorletztes Konzert dieses Jahr. Also richtig krass, dass das jetzt irgendwie alles schon wieder endet, irgendwie Concert Season, weil LAX jetzt abgesagt ist und ich jetzt nur noch Maggie Rogers im November habe. Aber ist auch in Ordnung. Ich werde im nächsten Vlog mal auf diese Tipps für Sehnenscheidentzündungen eingehen. Das hatten sich einige gewünscht, das packe ich aber jetzt nicht noch in den Vlog, sondern will das mal alles dann zusammengepackt machen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr könnt die Zeit produktiv nutzen oder entspannen, je nachdem, was ihr gerade braucht. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ich liebe euch sehr. Tschüss.